So, die Box habe ich ja jetzt fertig. Jetzt mache ich noch den Verschluss. Und zwar nehme ich da ein Stück Cardstock und habe mir das, das könnt ihr dann je nachdem, wie lang ihr eure Einleger machen wollt, die in die Box kommen. Ich habe jetzt mein Stück Cardstock, habe ich auf knapp 2 Inch, also ein kleines Müh vorne dran, mal 4,5 Inch geschnitten. Und das Ganze falte ich jetzt bei 2 Inch und bei 2,5 Inch. So. Und für den Verschluss nehme ich meine zurzeit Lieblingsstanze. Die nehme ich für fast alles im Moment. Für Verschlüsse, für kleine Tags. Die gewählte Anhängerstanze von Stamping Up. Die ist 2 Inch breit. Also ein kleines Müh unter 2 Inch. Wenn man genau 2 Inch hat, ist es ein bisschen schwierig reinzumachen. Dann lege ich das rein bis oben hin und stanze. Und dann hat man so den Anhänger gestanzt. Und dann falte ich das Ganze. Und klebe mir das praktisch an die Hinterseite hier an. Dafür nehme ich jetzt Flüssigkleber. So, und dann klebe ich das an die erste Falzlinie an, gucke, dass ich so ungefähr in der Mitte bin. Muss noch ein bisschen hoch. Das mache ich auch per Augenmaß, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenn ihr da genauer sein wollt, messt euch das aus. So. Gehe ich mit dem Falzbein nochmal so ein bisschen drüber über den Kleber, dass es richtig schön fest ist. So, dann das Ganze habe ich dann zweimal. Eine Box habe ich schon mal vorgemacht, damit es nicht so lange dauert. Dann nehme ich mein Folio. Und das kommt jetzt hier auf die rechte Seite, auf die größere Seite. Das klebe ich jetzt auch wieder per Augenmaß. So. Dafür nehme ich jetzt auch wieder Flüssigkleber. Und mache das auf die Rückseite schön drauf. Komplett. Ihr seht nichts, sehe ich gerade. Aber ich zeige es euch dann gleich, wenn ich, wobei das ja jetzt keine große Kunst ist, auf die Rückseite Flüssigkleber zu machen. Aber nichtsdestotrotz zeige ich es euch trotzdem. Also schön mit Flüssigkleber voll machen, dann mache ich Folgendes. Ich nehme einfach meine Hand, gehe hier rein oder beziehungsweise setze es mir zuerst an. So. Und dann nehme ich meine Hand, gehe hier rein und drücke das Ganze fest nach unten.
könnt das Ganze aber auch mit eurem Lineal machen. Geht natürlich auch. Oder mit dem Falzbein. Aber für mich geht es am besten, ich drehe das jetzt nochmal um, mit der Hand. So, das ist einmal. Das Ganze machen wir jetzt noch mit der zweiten Box. Hier schön Kleber drauf. Dann setze ich mir das zweite auch an. Drehe mir das Ganze ein bisschen um, gehe mit meiner Hand rein, drücke das Ganze an. So, dann sind meine zwei Boxen jetzt schon mal drin. Dann verkleide ich das Ganze jetzt noch mit Papier. Das heißt, meine Box ist 4,5 Inch mal 4. Das heißt, ich schneide mein Papier jeweils 1/4 Inch kleiner. Jetzt muss ich das hier rüber machen. Und schaue nach einem Papier, was ich verwenden möchte. Ja, dann nehme ich das. Und mein Schneidbrett. Und schneide mir mein Papier auf 4 rum. Mache ich es? Mache ich so rum oder mache ich so rum? Nee, ich mache so rum. 4,25. Mal 3,75. Einmal. Zweimal. Dann wische ich das Ganze. So. Dann mache ich jetzt gerade schon mal ein wenig Kleber an das Papier. Und mache mein Papier auf meine Box drauf.
So, um die Box zu füllen, habe ich jetzt für diese Box die gleiche Maße genommen wie die Kona Raven. Das heißt, ich habe mir hier schon mal, aber noch nicht mit Papier bezogen, meine ja, Fototeilchen oder für was ihr auch das immer nehmen wollt, genommen. Die haben jetzt die Größe 10 Inch mal 10 Inch mal 3, 3 Viertel und werden bei 5 Inch, also in der Mitte, gefalzt. Das habe ich schon mal gemacht. Habe jetzt jeweils 5. Ihr könnt aber noch mehr reinmachen. Je mehr das drin ist, desto besser ist es. Die kommen dann so hier in die Seite rein. So. So, und das gibt dann der Verschluss im Endeffekt hier drumherum. So, und dann mache ich mir jetzt einfach lege das so ganz leicht auf und mache mir mit Bleistift eine Markierung hierhin. Das Ganze mache ich hier oben auch. So, dann nehme ich mir eine kleine Stanze für ein Loch reinzumachen. Gehe jetzt, ups, das hänge ich gerade hier an. Stanze noch zweimal, weil das ist ein kleines Löchlein. So, dann nehme ich mein Brett. Da habe ich hier schon mal eins, mache das hier rein. Na. So, und mache das von innen zu. Aber guck, dass es nicht ganz nach unten gedrückt ist. Halte den Finger da oben so ein bisschen hoch dazwischen, damit es sich nicht ganz runterdrückt. Und dann könnt ihr das einfach so verschließen. Das hakt sich dann so ein. So. Das Ganze mache ich jetzt noch. Habe ich noch ein anderes in Grün. Mache ich das hier rein. Wie gesagt, nicht ganz nach unten lassen. So, das kann man aber ganz gut handeln. Und dann macht ihr das Take. Ja. Das ist ein bisschen weit unten. Ziehe ich nochmal hoch. So, und dann kann man das so richtig schön hier einfädeln. Dann ist es auch schon zu, die Box. So. Das ist jetzt mal das. Ja, und dann zeige ich euch dann nachher noch, wie ich die Tasche hier oben mache. Bis gleich.